Und es kommt, wie gesagt, zur Diskussion der Bundeswehreinsatz im Irak. 140 Bundeswehrsoldaten bringen kurdischen Peschmerga, also kurdischen Kämpfern im Norden des Irak, seit Anfang 2015 den Umgang mit Waffen, militärischer Taktik und erster Hilfe für den Kampf gegen die Extremistenmiliz IS bei. Inzwischen ist IS weit zurückgedrängt. Stattdessen rücken aber die Kämpfe zwischen den Volksgruppen im Irak in den Vordergrund. Das habe ich vorhin auch schon mal erläutert, sodass man auch da durchaus diskutieren könnte, ob das alles noch so ist, wie es am Anfang mal verabschiedet wurde. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch in der folgenden Debatte wieder Thema sein, während hier eben noch einmal ein weiterer Entschließungsantrag der Linksfraktion abgestimmt wurde, die auch das naturgemäß in diesem Fall als einzige dafür gestimmt hat. Es geht auch hier darum, diesen Einsatz möglichst bald zu beenden. Zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Region, der Regierung der Region Kurdistan, Irak und der irakischen Streitkräfte. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Über die Beschlussempfehlung werden wir wieder später namentlich abstimmen. Auch hier sind für die nach einer interfraktionellen Vereinbarung für die Aussprache 27 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Nils Ahn von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute über ein schwieriges Mandat zu entscheiden. Das Irak-Ausbildungsmandat findet in einem ausgesprochen komplexen Sicherheitsumfeld statt. Ich möchte auch an dieser Gelegenheit daran erinnern, unter welchen auch Belastungen die Bundeswehrangehörigen in professioneller Art und Weise, aber auch wirklich mit großem Mut ihrer Aufgabe nachgehen. Und deswegen will ich die Gelegenheit am Anfang meiner Rede nutzen, mich ganz herzlich für diesen Einsatz zu bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt Fortschritte im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Das ist eben auch in der Debatte deutlich geworden. Und die gibt es auch im Irak und die gibt es auch in der kurdisch geprägten Provinz im Norden, über die wir hier miteinander reden müssen. Ich will mal daran erinnern, dass es noch gar nicht lange her ist, dass wir hier in diesem Hause über die Frage diskutieren mussten, was passiert eigentlich, wenn der IS weiter vordringt, wenn er möglicherweise Erbil erobert und damit nicht nur die Kontrolle über die auch immer noch am besten und verlässlichsten regierte Provinz des Iraks erhalten würde, die vielen Zehntausenden, Hunderttausenden von Flüchtlingen erneut vertrieben würden, nicht nur aus dem Irak, sondern auch aus Syrien. Ich erinnere mich an eine Reise mit dem heutigen Bundespräsidenten in seiner damaligen Funktion als Außenminister. Damals stand der IS 40 Kilometer vor Erbil. Wir haben mit den Kommandeuren gesprochen, der Peschmerga-Kräfte, mit der Regierung in Erbil. Und es gab eine dringende Bitte, der dieser Bundestag, diese Bundesregierung am Ende nachgekommen ist, nämlich die inzwischen ja fast berühmten Milan-Panzerabwehrraketen zu liefern, um die Panzerung, um die perfiden Anschläge des IS dort unterbinden zu können. Wenn man sich heute die Lage anschaut, dann kann man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass sowohl die Lieferung als auch die Ausbildungsleistung, die wir angeboten haben, erfolgreich gewesen ist. Und ich glaube, bei allen kritischen Bemerkungen, die wir in dieser Debatte sicherlich auch hören werden, das sollte doch auch im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen. Dieser Einsatz war und ist gefährlich. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf lege ich großen Wert. Meine Fraktion, die SPD-Fraktion, hat von Anfang an offen auch über die Risiken dieses Einsatzes geredet. Und wir mussten abwägen zwischen der Frage, was tun wir, wenn wir uns dem Wunsch verweigern, und was machen wir eigentlich, wenn wir dem Wunsch nach Waffenlieferung und Ausbildungsleistung nachkommen, wir aber eben aufgrund der komplexen Lage auch im Irak selber nicht ganz sicher sein können, ob diese Waffen und diese dargebotene Unterstützung möglicherweise einmal für ein anderes Ziel eingesetzt werden könnte. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich auch noch mal darauf hinweisen, wir haben alle Kanäle genutzt. Die Bundesregierung, aber auch die parlamentarischen Kontakte, die wir dort seit Jahren pflegen,
um dem damaligen Präsidenten Barzani und seiner Regierung deutlich zu machen, einseitige Schritte auch in Richtung einer Unabhängigkeit bei aller Sympathie und Unterstützung für die legitimen Rechte der Kurdinnen und Kurden können wir nicht unterstützen. Und wir werden vor allem eines nicht akzeptieren, dass die von uns gelieferten Waffen in diesem Konflikt eingesetzt werden. Und deswegen sind mir zwei Dinge wichtig. Das Erste, die Bundesregierung, Frau von der Leyen hat das ja kurzfristig entschieden, hat damals, als der Konflikt zu eskalieren drohte, das Ausbildungsprogramm kurzfristig ausgesetzt. Wir haben diese Entscheidung unterstützt. Ich will aber auch mal sagen, dass wir davon im Grunde genommen aus der Zeitung erfahren haben. Das darf sich nicht wiederholen. Und wir haben dann relativ kurz nach dieser Entscheidung, und da gab es dann eine angemessene Unterrichtung des Deutschen Bundestages, das gehört auch zur Wahrheit dazu, zur Kenntnis genommen, dass diese Ausbildungsleistung wieder angeboten wird. Und meine Damen und Herren, wenn wir heute, und ich tue das, ich empfehle Ihnen, diese Verlängerung zu beschließen, meine Fraktion wird das tun, wenn wir heute dieses Mandat beschließen, dann muss aber eins klar sein. Frau von der Leyen, die Informationsgrundlage, die Sie dem Parlament hier dargeboten haben, zu sagen, die Sicherheitseinschätzung für die deutschen Ausbilder ist so, dass sie wieder ausbilden können, die reicht nicht aus. Natürlich ist das die Voraussetzung dafür, dass die Arbeit weitergehen kann. Aber wir müssen eine politische Einschätzung in den nächsten 3 Monaten hier vorlegen. Und die kann sich nicht alleine auf die Sicherheitslage beziehen, sondern wir brauchen eine Einschätzung darüber, ob der Versöhnungsprozess zwischen Bagdad und Erbil vorangeht, ob wir sicher sein können, dass unsere Waffen und unsere Ausbildungsleistung nicht in einem innerirakischen Krieg eingesetzt wird. Und deswegen haben wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf bestanden, und das ist auch geschehen, dass die Bundesregierung hier eine Erklärung zu Protokoll gibt. Die richtet sich übrigens auch an die Kräfte im Irak. Und ich hoffe sehr, dass sowohl der innerkurdische als auch der innerirakische Versöhnungsprozess vorangeht. Und wir müssen eines auch sehr, sehr deutlich machen. Die Grundlage unserer Politik, die territoriale Integrität des Irak zu bewahren, hat sich nicht verändert. Aber ich sage auch in Richtung Bagdad, weil da ist eine Reise des amtierenden Außenministers verhindert worden, da sind Flugverbindungen unterbrochen worden. Es ist jeder Schritt mit Bagdad abgestimmt worden. Und wenn wir nicht die Möglichkeit haben, auch unsere Soldatinnen und Soldaten zu besuchen, den Kontakt mit Erbil weiter aufrechtzuerhalten, die bei allen Problemen auch ein verlässlicher Partner in den letzten Jahren gewesen sind und bleiben sollten, dann müssen wir darüber mit Bagdad auch reden. Das ist keine verlässliche Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen nutzen wir diese 3 Monate, um zu einer gemeinsamen sicherheitspolitischen Einschätzung zu kommen, dort, wo nötig, das Mandat anzupassen, möglicherweise auch zu verändern. Und ich sage hier auch, wenn das nicht geschehen sollte, denn da hält sich meine Fraktion auch vor, dem Mandat in Zukunft nicht mehr zuzustimmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte bei allen Problemen um Zustimmung. Nils Ahnen für die SPD-Fraktion in der Debatte über den Bundeswehreinsatz im Irak. Er hat ja selber geschildert, wie die Ausgangslage sich verändert hat. Nächster Redner, Johann David Wadepohl für die Unionsfraktion. Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation, der ist auf Grundlage von das Ergebnis der letzten Abstimmung. In Verbindung mit Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union und den Resolutionen 2170, 2190, 2249 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie des Beschlusses der Staats- und Regierungschefs vom NATO-Gipfel vom 8. und 9. Juli 2016 und konkretisierenden Folgebeschlüssen des Nordatlantikrats mit. Abgegebene Stimmen 672. Mit Ja haben gestimmt 436. Mit Nein haben gestimmt 226. Enthaltungen 10. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Damit erteile ich das Wort als nächstem Redner in der Debatte zu Tagesordnungspunkt 3 dem Kollegen Dr. Johann Wadepohl von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir blicken auf einen der erfolgreichsten Einsätze der deutschen Bundeswehr zurück. Sie hat die Kurden, sie hat die Peschmerga unterstützt im Kampf gegen den brutalen IS, der Gräueltaten verrichtet hat, wie wir sie vorher nicht gesehen haben. Es war ein Paradigmenwechsel für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik,
an dieser Stelle zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Wir wissen in gewissen politischen Situationen, wenn Völkermord geschieht, dann ist Zurückhaltung auch ein Fehler. Dann müssen wir das Äußerste tun und dann müssen wir diejenigen bewaffnen, unterstützen und in die Lage versetzen, Gräueltaten zu verhindern, die sich denen entgegenstellen. Und deswegen möchte ich hier noch einmal festhalten, diese Entscheidung war epochal. Sie war eine kluge Entscheidung. Sie hat Menschenleben gerettet. Sie hat Terroristen gestoppt. Und sie war ein Beitrag zu mehr Frieden in diesem geschundenen Irak. Dieser Auftrag ist nicht beendet. Der IS ist weiter aktiv. Er sammelt Waffen nach wie vor. Er begeht weiter Anschläge. Und deswegen ist es weiter wichtig, aktiv zu bleiben und diejenigen weiter in die Lage zu versetzen, ihren Auftrag zu erfüllen, die dort tapfer gekämpft haben, und das sind die Peschmerga-Kämpfer. Und das hat sich gezeigt, dass wir damit auch reagiert haben auf einen Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika aus der gesamten Region. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird uns in Zukunft häufiger geschehen, dass wir vor der Frage stehen, wie verhalten wir uns als Europäer? Wie verhalten wir uns als Deutsche? Und deswegen glaube ich schon, ohne dass wir die ganz große Ordnungsmacht dort werden, kann man den Blick nicht darauf verengen, dass wir sagen, die Bundeswehr oder wir sind dafür verantwortlich, unsere Landesgrenzen, unsere territoriale Integrität hier in Deutschland, Europa zu verteidigen. Natürlich. Aber, um ein altes Wort von Peter Struck zu benutzen, unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit müssen wir auch in anderen Regionen der Welt verteidigen und frühzeitig dafür sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden, dass Fluchtbewegungen nicht entstehen. Und diese Aufgabe wird auch weiter im Irak, im europäischen Verbund gefordert sein. Es gibt dort eine Mission der Europäischen Union. Und meine lieben Freundinnen und Freunde, wenn es auch eine Begründung für die Europäische Union gibt, dann ist das auch die. Sie ist für uns der Rahmen, in dem wir uns auch in anderen Regionen engagieren und dafür sorgen, dass Europa eine Region der Freiheit, der Grundrechte und der Sicherheit bleiben kann. Und natürlich bedeutet das, dass wir das Mandat überdenken. Nils Ahn hat vollkommen recht. Es muss dabei bleiben, dass der Irak territorial integral bleibt. Das Mandat darf nicht benutzt werden für Sezessionsbewegungen. Das würden wir nie unterstützen. Das haben wir den Kurden auch immer gesagt. Das war vollkommen richtig. Und ich glaube, die Wirkung der Maßnahme von Frau Bundesministerin von der Leyen war sehr groß, dass wir die Maßnahme unterbrochen haben und die Kurden gemerkt haben, sie können nicht so weitermachen. Und das zeigt, dass ein Engagement in diesen Regionen gut und richtig ist und dass es uns einen Hebel gibt, dort anderes und mehr zu erreichen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir immer wissen, wir brauchen einen vernetzten Ansatz. Militärisch werden wir insgesamt nie für Frieden und für Aussöhnung in dieser Region allein sorgen können. Wir brauchen immer auch eine Unterstützung in Rechtsstaatlichkeit, eine Unterstützung natürlich in der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes. Und dazu sind wir weiter aufgefordert. Und abschließend möchte ich sagen, das ist auch der Grund, warum wir es weiter verantworten können, dieses Mandat zu beauftragen. Es ist ein Mandat, was auch von der Zentralregierung in Bagdad gewollt wird. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch der Grünen-Fraktion, gibt es natürlich eine völkerrechtliche Legitimation. Und wenn es die gibt, dann muss man in so einer Situation auch bereit sein, Verantwortung wahrzunehmen. Die CDU-CSU-Fraktion ist bereit, diese Verantwortung für den Irak weiterzutragen. Dieses Mandat ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den IS weiter zu kontrollieren und zurückzuschlagen und dem Irak eine bessere Zukunft zu sichern. Und deswegen werden wir für die Fortsetzung stimmen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich der Kollegin Dr. Malzack-Winkemann das Wort zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, alleiniges Ziel des Mandats war die Front gegen die islamistische Terrororganisation des sogenannten Islamischen Staates IS. Dafür wurden die Selbstverteidigungskräfte der Kurden im Nordirak mit Waffenlieferungen und deutschen Militärausbildern unterstützt. Diese Unterstützung war zum damaligen Zeitpunkt richtig und wichtig, und auch die Zustimmung der irakischen Zentralregierung und der kurdischen Selbstverwaltung war gegeben. Jetzt aber haben wir eine andere Ausgangslage, die gegen eine Mandatsverlängerung spricht. Denn das Ziel ist erreicht. Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat am 8. Dezember 2017 den Krieg gegen den IS in seinem Land für beendet erklärt. Der Irak sei vollständig befreit, und die gesamte Grenze zum Nachbarland Syrien befinde sich unter der Kontrolle der irakischen Streitkräfte. Eine Verlängerung des Mandats stellt sich daher nach meiner Überzeugung und auch aus Sicht meiner Fraktion als eine beispiellose Verantwortungslosigkeit dar. Hilfe muss immer Hilfe zur Selbsthilfe bleiben. Die kurdische Selbstverwaltung hat sich mit einer überwältigenden Mehrheit von 92% für eine Loslösung vom Irak entschieden. Die irakische Zentralregierung hingegen lehnt dieses Referendum vehement ab. Niemand kann ein Interesse daran haben, diese Auseinandersetzung in einen offenen, bewaffneten Konflikt zu verwandeln, vor allem wenn man bedenkt, dass sich die kurdischen Gebiete auch über das Staatsgebiet von Iran, Syrien und der Türkei erstrecken. Und das gemeinsame Ziel der allermeisten Kurden ist, einen eigenständigen, souveränen Staat zu bilden. Hinzu kommt, dass die von uns gelieferten Waffen nach der Übergabe an die Kurden in einem erheblichen Umfang auf dem dortigen Schwarzmarkt auftauchen. Eine Mandatsverlängerung führt daher dazu, dass wir in der dortigen Region einen neuen Bürgerkrieg in Kauf nehmen, indem wir nunmehr verfeindete Parteien mit Waffenlieferungen an eine Seite unterstützen. Es droht ein neuer militärischer Flächenbrand, wobei wir diesen Konflikt sogar nach Deutschland hineintragen. Denn Kurden und Türken haben sich auch hier bereits gegenübergestanden. Deutschland hat geschichtlich zu dieser Region die besten Beziehungen und ist dort vor allem deshalb geachtet. Verspielen wir dieses wichtige Pfund nicht, seien wir neutral und unparteiisch. Denn nur so können wir auf diplomatischem Weg im gesamten Konfliktgebiet des Mittleren Ostens Einfluss nehmen und helfen, eine Lösung hin zur friedlichen Koexistenz der dortigen Völker herbeizuführen. Und das auch und insbesondere im Interesse einer Akzeptanz der Autonomie der Kurdenregion. Beenden wir daher dieses Mandat. Herzlichen Dank. Birgit Malsack-Winkemann für die AfD-Fraktion in der Debatte des Bundestags über den Bundeswehreinsatz im Norden von Irak. Und jetzt Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich mich darüber freue, dass wir heute das Mandat zur Fortsetzung der Ausbildungsunterstützung für Sicherheitskräfte in der Region Kurdistan-Irak direkt im Anschluss an die Debatte über das Mandat Counter Daesh führen. Das hatte ich in der ersten Lesung bereits angeregt. Beide Mandate ergänzen sich ja logisch und sinnvoll, weil es in beiden Mandaten um die Bekämpfung des Islamischen Staates geht. Wir tragen mit dieser Debatte heute dieser logischen Verbindung Rechnung. Gleichzeitig hat es seit der ersten Lesung Entwicklungen gegeben, neue Entwicklungen, die zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesen Mandaten auch inhaltlich befassen. Es hat eine Neuvermessung der strategischen Gesamtsituation gegeben, die wir nachvollziehen müssen. Wir haben zum einen ein kurdisches Unabhängigkeitsreferendum mit all seinen Folgen gehabt. Wir haben die Absage der Reise des Bundesministers Gabriel in die Region zur Kenntnis nehmen müssen. Und wir haben, ja, Frau Malsack-Winkemann, die Erklärung des irakischen Ministerpräsidenten al-Abadi, der IS sei im Irak besiegt. Ich teile diese Aussage in dieser Pauschalität allerdings nicht. Ja, es ist richtig, die territoriale Kontrolle, die hat der Islamische Staat verloren. Mosul und Raqqa sind wieder befreit.
Aber ideologische Faszination übt er nach wie vor aus, auf Radikale, auf Verirrte, auf gewaltbereite Menschen in der Region. Das heißt, die Unterstützung der Kräfte, die gegen den IS im Einsatz sind, ist nach wie vor sinnvoll und richtig. Es ist auch ein Erfolg der Ausbildungsunterstützung, dass der territoriale Einfluss des IS im Irak deutlich zurückgedrängt, ja beendet worden ist. Vor diesem Hintergrund können wir aus militärischer, aber auch aus humanitärer Sicht eine durchgehend positive Bilanz ziehen, gerade was den Schutz der Jesiden und anderer Minderheiten in der Region angeht. Was wir allerdings als Freie Demokraten von Anfang an kritisch gesehen haben, und das will ich hier nicht verschweigen, das war die Lieferung von Kleinwaffen in der Region. Es ist in diesen Umständen, wie sie dort herrschen, nicht möglich, deren Endverbleib verlässlich zu kontrollieren. Und deswegen sind alle Bedenken, die hier geäußert worden sind von Kollegen Annen und anderen, dass diese Waffen in einem innerirakischen Konflikt unter Umständen eingesetzt werden könnten, vollkommen zutreffend und richtig. Ich sage das hier nochmal. Das kurdische Unabhängigkeitsreferendum war ein schwerer politischer Fehler der kurdischen Autonomieregierung in Erbil. Die anschließenden militärischen Auseinandersetzungen haben das mehr als deutlich gezeigt. Deutschland darf aber nicht Partei werden in einem Prozess des Staatsverfalls des Irak. Unser Ziel muss der Erhalt der territorialen Integrität des Irak werden. Nur so kann Frieden gesichert werden und der Terrorismus auf Dauer besiegt. Meine Damen und Herren, wir sehen sowohl in Syrien als auch im Irak eine neue Dynamik. Nicht jedes Element dieser Dynamik ist positiv, aber eines ist vollkommen klar. Nach der technischen Verlängerung um 3 Monate, der wir Freien Demokraten zustimmen werden, wird es eine neue Bewertung der Gesamtlage geben müssen, wird es auch eine neue Formulierung dieser Mandate, vielleicht verbunden in einem Mandat, geben müssen. Das ist ein Prozess, den wir als Freie Demokraten konstruktiv begleiten werden. Herzlichen Dank. Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass sich die Grundlagen ja durchaus verändert haben im Nordirak, dass nicht mehr der Kampf gegen IS im Mittelpunkt steht, auch wenn er noch nicht als gewonnen betrachtet werden kann, sondern durchaus innerkurdische Konflikte. Jetzt Matthias Höhn für die Linksfraktion. Es dürfe kein einfaches Weiter-so im Nordirak geben und eine Neubewertung des Einsatzes sei notwendig, so hieß es schon im Oktober aus den Reihen verschiedenster Fraktionen, unter anderem vom Kollegen Röttgen. Und ich kann Ihnen nur zustimmen bei dieser Einschätzung. Allerdings ist meine Frage 2 Monate später, wo ist denn Ihre Neubewertung und welche Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Tatsache? Es ginge, so sagte Kollege Röttgen, im Oktober um eine kurze technische Verlängerung, bis eine neue Regierung steht. Nun, wir wissen, wie der erste Versuch ausgegangen ist. Wir wissen noch nicht, wie der zweite Versuch ausgeht und wann er denn abgeschlossen ist möglicherweise. Und ich will mal die Frage stellen, was wir denn in 3 Monaten tun, wenn wir immer noch keine neue Regierung haben, ob wir dann wieder um 3 Monate verlängern, bis wir eine neue Regierung bekommen. Ich halte das für ein absurdes Verfahren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch hinzufügen, es ist auch unangemessen gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die wir in diesen Einsatz schicken. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, keine Regierungsarmee. Der Bundestag ist entscheidungsfähig, und deswegen können wir eine Bewertung dieses Einsatzes vornehmen, auch eine Neubewertung, auch ohne eine neu gebildete Regierung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Linke jedenfalls bleibt bei ihrem Nein, egal wer nun zukünftig Außen- oder Verteidigungsminister wird. Der IS ist militärisch geschlagen. Darauf ist in der ersten Lesung hingewiesen worden, nicht zuletzt von der Verteidigungsministerin. Der ursprüngliche Grund für den Einsatz und die Waffenlieferung ist damit entfallen. Und trotzdem sagen Sie, wir machen weiter, und wir machen weiter nach wie vor. Dabei bleiben wir ohne eine ausreichende völkerrechtliche Grundlage. Wenn, wie zuletzt im Oktober, die Ausbildungsmission wegen der Situation unterbrochen wird, zeigt das ja, wie schwierig die Situation im Nordirak ist. Wir sind mitten in einem innerirakischen Konflikt. Meine Fraktion hat bereits im Jahr 2014 den Einsatz und die Waffenlieferung in die Region abgelehnt. Die Warnungen damals waren leider mehr als berechtigt. Ein Teil der Waffen ist mittlerweile auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Sie sind längst auch in falsche Hände geraten und nicht mehr kontrollierbarer Teil der Auseinandersetzungen.
Jesidinnen und Jesiden werden mittlerweile auch mit deutschen Waffen vertrieben, und Panzerabwehrraketen aus Deutschland sind zum Einsatz gekommen in einem Konflikt zwischen der Zentralregierung und den Kurden. Kaum ein Konflikt zeigt deutlicher, wie unkontrollierbar und gefährlich der Kreislauf von Waffenexporten ist. Darum bleibt unser Nein auch zu Waffenexporten, nicht zuletzt in solche Krisenregionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beenden Sie dieses Mandat, beteiligen Sie sich an einer politischen Lösung und beenden wir alle Waffenexporte. Herzlichen Dank. Matthias Höhn noch mal mit der Position der Linksfraktion insgesamt zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Alle möglichst zügig beenden und eine andere Priorität setzen. Mehr Politik statt Militär. So kann es man vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Jetzt Jürgen Trittin für die Grünen. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, wir haben diesen Einsatz am Anfang nicht für grundsätzlich falsch gehalten. Wir haben an ihm kritisiert, dass er nicht stattfindet in einem System kollektiver Sicherheit. Aber wenn wir heute darüber reden, dass dieser Einsatz verlängert werden soll, dann kann man das doch nicht tun, ohne die Situation im Irak zu betrachten. Und wenn die völkerrechtliche Grundlage ist, dass man der Regierung des Irak hilft, ihren Sicherheitssektor zu reformieren, diese Regierung aber feststellt, sie hat die Grenze zum Irak vollständig unter Kontrolle und Daesh ist besiegt, wo ist denn da der Spielraum, lieber Lils, an dieser Stelle zu sagen, da tun wir mal einfach so, als wenn das nicht gewesen ist und machen weiter. Und ich finde, dass man das zusätzlich hinzunehmen muss, was passiert ist im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum. Es ist doch eine Tatsache, dass ein Teil der Waffen, die wir geliefert haben, man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, Panzerabwehrraketen sind keine Yogamatten, die da geliefert worden sind, in diesem Krieg eingesetzt worden sind. Und wenn man das weiß, dann war es richtig, liebe Frau von der Leyen, dass Sie gesagt haben, in dieser Situation hören wir auf, weiter auszubilden. Was war aber das Motiv? Und die Frage hat auch Nils Annen nicht beantworten können. Was war eigentlich das Motiv, die Ausbildung wieder aufzunehmen? Können Sie heute sicherstellen, dass die militärischen Fähigkeiten, die einem Teil der Kurden, das sind ja nicht die Kurden, das ist eine bestimmte Strömung innerhalb der irakischen Kurden, können Sie eigentlich sicherstellen, dass diese Dinge nicht eingesetzt werden, tatsächlich zu einem Zerfall und einem Bürgerkrieg im Irak? Und auf all dies haben Sie keine Antwort gegeben. Es ist noch viel schlimmer. Der Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, dem hat die Regierung einen Besuch im Nordirak schlicht und ergreifend untersagt. Als das stattgefunden hat in Incirlik, waren wir gemeinsam der Auffassung, da, wo die deutsche Bundesregierung, wo Parlamentarier nicht hingehen, da lassen wir keine deutschen Soldaten stehen. Die ziehen wir ab. Warum passiert das hier nicht? Und deswegen sage ich Ihnen, wenn wir alle ein Interesse daran haben, dass der Irak nicht zerfällt, weil die Folgen wären fürchterlich. Ein Zerfall des Irak in einen kurdischen Staat, einen so schiitisch regierten und dominierten, Iran-dominierten Süden und einen losgelassenen mittleren westlichen Teil sunnitisch. Das wäre tatsächlich das Wiederaufleben genau jener Strukturen, die den IS stark gemacht hat. Und deswegen müssen wir alles tun, um die zentrifugalen Kräfte innerhalb des Irak unter Kontrolle zu bringen. Und dazu gehört es nicht, sich weiterhin fahrlässig darauf einzulassen, Separatisten, ihre Soldatinnen und Soldaten militärisch zu trainieren. Und deswegen ist es falsch, dieses heute hier zu verlängern. Ja, meine Damen und Herren, das also war Jürgen Trittin, Bündnis 90, die Grünen. Nach ihm jetzt als letzter Redner in dieser Debatte Reinhard Brandl für die CDU-CSU-Fraktion. Dr. Reinhard Brandl für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja hier oft, ob ein Einsatz erfolgreich war oder nicht.
Bei diesem Einsatz können wir festhalten, er war erfolgreich. Er ist bisher ein großer Erfolg. Denken Sie zurück an den Sommer 2014, als der IS weite Teile des Iraks förmlich überrannt hat und wir hier nicht sicher waren, ob die Peschmerga ihre Gebiete werden halten können. Und wir befürchteten damals, dass Hunderttausende, die damals in den Nordirak geflohen sind, nicht mehr sicher dort sind und sich weiter auf die Flucht machen müssen. Und wir können heute feststellen, es ist gelungen, die Gebiete zu halten. Es ist den Peschmergern gelungen. Sie haben es geschafft, auch dank unserer Unterstützung, dank unserer Ausrüstung, dank unserer Ausbildung. Und sie konnten den IS auch in weiten Teilen des Iraks zurückdrängen. Und ich sage bewusst zurückdrängen und nicht besiegen, denn der Kampf gegen den IS ist noch nicht gewonnen. Die Ideologie existiert weiterhin. Die Anhänger werden versuchen, den Kampf weiterzuführen in Syrien, im Irak und an anderen Orten und wahrscheinlich auch mit bei uns. Aber, meine Damen und Herren, der Kampf gegen den IS hat sich verändert. Und es kommt jetzt darauf an, den Menschen in den zurückeroberten Gebieten das Vertrauen zu geben, die Sicherheit zu geben, dass sie dort eine bessere Zukunft, bessere Lebensbedingungen haben als unter Gewaltherrschaft des Islamischen Staates. Und deswegen ist unser Schwerpunkt, unser deutscher Schwerpunkt, nicht die Militärausbildung, über die wir heute diskutieren, das ist nur ein kleiner Aspekt. Unser deutscher Schwerpunkt ist der Wiederaufbau und die Stabilisierung des Iraks. Und meine Damen und Herren, wir haben mit dem Haushalt beschlossen, dafür 700 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen seit 2014. Wir haben mit dem Haushalt beschlossen, dem Irak einen Kredit zu gewähren in Höhe von 500 Millionen Euro, um die Basisinfrastruktur dort wieder aufzubauen, um den Binnenvertriebenen die Möglichkeit zu geben, wieder zurückzukehren. Aber sie werden nur zurückkehren, wenn sie die Sicherheit haben, dass der irakische Staat sie schützen kann und es nicht der IS ist, der bei nächster Gelegenheit zurückkehrt. Und deswegen ist jetzt der Aufbau von Sicherheitsstrukturen im Irak essentiell. Und die Frage, vor der wir heute stehen und über die wir jetzt gleich abstimmen, ist, ob wir denken, dass mit der Verlängerung des Mandats wir einen positiven Beitrag dazu leisten können, die Sicherheitsstrukturen im Irak weiter aufzubauen. Und ich meine ja, aber mit zwei Bedingungen, die weiter erfüllt bleiben müssen. Die erste Bedingung ist, dass wir unsere Soldaten nicht unnötig gefährden. Und die zweite Bedingung ist, dass wir nicht Teil eines innerirakischen Konflikts werden. Und beide Bedingungen sind im Moment erfüllt. Die Ausbildung, es geht zurück auf den ausdrücklichen Wunsch beider Parteien, sowohl der Zentralregierung in Bagdad als auch der Regierung in Erbil. Und unser regionaler Schwerpunkt liegt zwar im Nordirak, in der autonomen Region Kurdistans, aber im internationalen Kontext gesehen ist die Ausbildung eben nicht einseitig, sondern unser Schwerpunkt ist Nordirak. Dafür bilden andere NATO-Partner Truppen zum Beispiel auch in Bagdad oder in anderen Teilen des Iraks aus. Und die Europäische Union unterstützt es seit kurzem auch mit einer zivilen Beratermission unter Führung übrigens eines deutschen Bundespolizisten. Und meine Damen und Herren, jetzt in dieser Situation die Truppen abzuziehen, wäre das absolut falsche Signal. Wir wollen die Menschen im Irak nicht im Stich lassen und wir dürfen das, was wir bisher an Erfolgen erreicht haben im Kampf gegen den IS, nicht kurzfristig und leichtsinnig gefährden. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zur Verlängerung dieses Mandats. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Reinhard Brandl war das, meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Fraktion, der hier noch einmal geworben hat für Zustimmung. Aber die Zustimmung hier im Hohen Haus scheint alles andere als sicher zu sein, auch wenn man der Debatte gefolgt ist. Es gibt jetzt eine namentliche Abstimmung.